Willkommen zurück zum allerbesten Spiel der Welt. Und gestern war die Lage ernst, denn das Drachenjugendamt hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ein Drachenei wird sträflich vernachlässigt. Und eigentlich bin ich ja gar nicht der Besitzer dieses Eis, sondern ein Mann namens ein Quantum Bro, der schon wieder nicht anwesend ist. Quantum! Ich bin hier! Ja, deine Hinter Tochter, dir, deine immer. Tochter Morgana. Ich habe sie großgezogen an meiner Titte. Das Jugendamt Morgana? Hat sich beschwert. Ja, ich... Warum? Der das Name war vorher schon eingestellt. Gewesen. Er war schon eingestellt. Morgana. Ich finde, sie sieht aus wie eine Morgana. Absolutes Morgana-Gesicht. Ja, das ist dein Mädchen. Wunderschön. Level 125. Schau dir mal die Stats an. Richtig geil. 4000 Leben. 1600 Stamina. Dann kann sie nicht besonders viel tragen, aber dafür macht sie 215% Damage und 130% Speed. Und die geht wirklich. Ist denn die Anfangswert jetzt, oder was? Nein, nein, die ist schon gelevelt. Und die geht wahnsinnig schnell ab. Na los, spring drauf. Sattel braucht man nicht. Ich. Eh. Oh mein Gott. Wow, ne? Ist Wahnsinn, oder? Was für eine Übersicht. Oh mein Gott. Was für Geräusche. Dreh dich mal hier drüben hin und verbrenn mal den hier. Das Ding ist mega laut, ja. Verbrenn, nicht beißen. Oh, Rechtsklick ist. Geil, oder? Das sieht richtig, richtig geil aus. Es war ein Kampf. Es war wirklich ein Kampf. Drachenmilch zu besorgen ist sehr, sehr schwierig. Und auch die ganzen Drachenexperten haben uns die ganze Zeit verarscht. Wir wurden permanent verarscht, weil wir uns wieder auf die Abonnenten verlassen haben. Wir haben uns gedacht, ja, wenn man schon so viele Zuschauer hat, dann kann man ja auch mal ein paar Tipps von den Zuschauern bekommen. Erstens, es gibt nur eine Drachenmilch. Zweitens, man kann aus getöteten Drachen keine Milch mehr rausholen. Drittens, wenn man einen Drachen zweimal betäubt, bekommt man nicht zweimal Milch, einmal Milchende. Viertens, nur Elite-Drachen kann man töten und dann bekommt man Milch. Und alle Drachen müssen natürlich weiblich sein. Aber natürlich wurde... Ja, das sind die knallharten Fakten, aber natürlich hieß es, nee, Kies, du musst ihn einfach töten. Mein Bruder hat den erschlagen mit einem Stein und hat 100 Milch bekommen. Auf Leute. Einmal. Ich habe schon 4 Drachen. Die haben irgendwo was mal gelesen. Ja, seht es mal selber. Die haben irgendwo irgendwas mal gelesen und dann wird da rumgedoktert, rumgedichtet. Wahrscheinlich wurde das geändert einfach, ne? Durch Patches und so weiter. Also es könnte sein, dass am Anfang es so war, dass man auch von toten regulären Drachen Milch bekommen hat. Aber jetzt, zu diesem Zeitpunkt, zu unserer Version, unmöglich. Das hier ist wunderschön. Richtig geil, ne? Das ist richtig geil. Ich wünschte, zwei Menschen würden da drauf passen, aber der Drache ist so klein, da passt gerade so ein Mann. Ein Mann passt da gerade so drauf. Was ich halt jetzt gerne hätte, wäre noch dieser Dreisitzervogel. Ach so, stimmt, das war der Dreisitzervogel damals, genau. Ach ja, hier haben wir noch einen Vogel. Wir brauchen jetzt aber noch einen Drachen. Wir brauchen jetzt noch einen Blitz und ein Gift. Wir haben noch viel zu tun. Noch richtig viel zu tun. Hier ist noch ein Vogel, den habe ich gezeugt und gepäppelt und geliebt. Wie, du hast den gezeugt? Ja, weil du nicht da warst. Ich war einsam. Habe ich im Stream alles gemacht. Und dafür wurdest du gelobt? Dafür wurde ich gehasst, weil ich dich verstoßen habe. Aber ich habe den Leuten erklärt, nee, Quantum ist wieder mit seinen Kumpels draußen saufen und die Frau muss fegen. Jesus Christ, warum seid ihr so gehässig? Tja, ich habe keine Ahnung. Was ist denn los mit euch? Warum immer Hass und Vieh? Die Lumpis vermehren sich, übrigens. Ich habe jetzt noch Donald Trumpy. Donald Trumpy? Oh Gott. Also es werden immer mehr Lumpis. Was ist das hier? Ein Spiegel. Und ein Labor. Okay. Da kannst du ganz viel Math machen. Naja, weil die Geschäfte mit den Likes und den Essensmarken funktionieren nicht mehr so gut. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das, was jeder arme Mann macht. Math. Ach, das macht gleich 6 auf einmal, okay. Gut. Das ist richtig geil, oder? Und es geht wahnsinnig schnell. Ja, und das nächste, was ich dann vorhabe, wäre ein Aufzug. Was macht der Spiegel? Spiegeln, aber der ist dreckig. Voll unnütz. Gell, der ist voll dreckig. Das ist der unnötige Spiegel. Ich bin ja, drüber.
spuck mal drauf, wisch mal drüber. Ja, ansonsten habe ich viel gefarmt. Du bist so fleißig. Also, wollen wir uns Eier? Ja. Aber wenn, dann nur so richtig gute Eier, ne? Also ein Ei haben wir noch, ich habe ein Giftei. Aber es ist nur Level 12. Was? Sollen wir das brüten? Machen wir lieber Spiegelei draus, du. Sollen wir das brüten oder sollen wir es wegwerfen? Weg! Spiegelei. Echt? Ja, so Level 12. Also naja, man kriegt 65 Level. Das heißt, wenn es Level 12 ist, wird es logischerweise Level 77. Genau. Mathematisch gesehen absolut richtig. Und wollen wir mit den Vögeln rein oder mit dem Drachen? Naja. Nimm deinen Vogel. Der mein ist ja relativ Vogel schnell. Du musst ja nicht abkratzen. Ah, Quatsch. Du musst ja nicht rein. Du musst ja nur zugucken. Ach so, du machst hier jetzt. Kannst du eigentlich mit dem Drachen mithalten? Nee, oder? Nee, oder? Der ist wahnsinnig schnell. Bist du jetzt auf Vollspeed? Mach nee, warte mal. Wir machen mal ein Rennen. Moment. Also bist du auf Vollspeed? Moment. Wollen wir mal da oben auch ganz viele Viecher verbrennen? Ich kann ja einmal so einen Flammenstoß da reinmachen, dann haben wir Fleisch ohne Ende. Jetzt warte mal, warte. Moment, der kann nicht stehen bleiben, der Drache ist irgendwie so hippelig. Los. Ja, wenn du hier bist, los, jetzt. Go. Holy und shit. Der ist wahnsinnig schnell, oder? Gar keine Chance. Tschüss. Naja, gar keine Chance. Der ist 130% ist echt extrem. Ja gut, der ist so schon schneller, ne? Er ist ja auch riesengroß. Warum ja, ich fliegt seh dich schon denn, nicht mehr. Was fliegt denn da hinten? Hä? Irgendein Vieh ist da eben gerade rumgeflogen. I don't see anything. Ich hab dich völlig verloren. Nein, wir gehen, also flieg zum blauen Obelisken. Oder wo bist du hin? Ja. Jetzt sehe ich dich wieder. Ja, der ist super schnell. Aber damit kann man nicht auch so brüllen? Ja, aber wie? Ich gar nicht probiert. Was ist die Brülltaste? R? Ha. Doch, er kann fünf Sachen. Sachen. Ich glaub, oder? Normal, fünf. Dann Feuer und dann. So er kann fünf du Sachen, stehst, soweit brüllen, ich weiß. Ne? Ah, guck mal hier. Mit C kann er noch so nach vorne beißen. Oh. Was macht er bei V? V ist Spawn. Kann ich irgendwas bei X? Ich habe Angst, dass ich runterfall. Ich glaube, du solltest stehen dabei. Ja, aber dann macht er ja wieder irgendwas anderes. Und ich brauche Fleisch. Ich will mal beim Stehen C oder so. Stehen? Keine Ahnung. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Fleisch hier. Ach ja, weht sie weg. Macht aber keinen Damage. Boah, Wahnsinn, wie der sich hier durchbeißt. Nom. Aber vor einem Wolf habe ich immer noch Schiss. Hast du Fleisch? Nee, ne? Nee, hab ich gar keins. Muss dir ein bisschen holen. Soll ich sie anzünden, damit es gegrillt ist? Ist geil, oder? Ist einfach geil. Aber ich finde, die Giftviecher sehen extrem gut aus. Also Giftdrachen gefallen mir richtig gut, ja. Sind die grünen dann, oder was? Sind die grünen. Und ja, es ist eigentlich ziemlich einfach, einen Drache zu betäuben. Ich habe es ganz gut hinbekommen dann. Ich habe dann insgesamt 3 oder 4 Stück auf einen Schlag betäubt. Per Hand. Lüge. Wirklich, ich habe Karate, schwarzer Gürtel. Also ja, stimmt, ja. Voll ins Gesicht gegeben. Bist du ja nicht der Vize-Weltmeister? Ja, bin ich. Okay, ja. Stimmt, ja. Aber ja, meine ARK-ESL-Karriere kann jetzt durchstarten. Sieht alles gut aus. Wo bist du? Auf dem Weg zum Blauen einfach. Okay, du musst hoch, den Felsen hoch, also links. Und dann rüber, dann findest du die Schlucht. Also das Level 12-Ei habe ich mal in den Kühlschrank gelegt. Falls wir kein besseres bekommen. Ja. Na? Ja gut, so ein Drache Level 12 muss ja trotzdem noch immer besser sein als... Er ist nicht wertlos, ja, aber ich hätte lieber jemanden, der kompetent ist, Level 60. Und ich hätte halt gerne diesen einen Flug-Dino noch.
Und ich denke, jetzt könnte man es mit einem Todeswurm doch sicher aufnehmen, oder? Achso, stimmt, der ist ja auch noch der Wurm. Was krass ist, die Golems sind immun gegen Feuer. Und die machen auch an einem Drachen 100 Schaden. Muss man kurz hier verschnaufen. Was hier unten ist zum Beispiel jetzt ein Golem. Geh weg, Vogel. Also Flammen machen dem hier gar nichts aus. 225 macht der. Und ich mach 17, glaube ich, an ihm, oder? Oder mache ich 115? Ich kann es so schlecht sehen. Ja, aber ich treffe hinter ihm ja auch Viecher. Was für ein Level hat der Golem? I don't know, ich hab keinen. Hier links. Alter, wie das aussieht! Was machst du hier? Der sieht aus, als würde er dich voll abknutschen. Ich hab noch nie einen Golem zerstört. Au! Was ist das denn? Ne, 17 mache ich. Guck, ich mach nur 17 Damage. Golem ist ja, aber, Beast. Ja, aber irgendwo hast du, glaube ich. Achso, das waren die anderen Viecher. Ja, das waren die anderen Viecher. Hast, ja. Der Golem ist King. Keiner macht so viel Damage wie ein Golem. Ja, aber dafür ist er langsam wie. Nicht, wenn du ihn ein bisschen levelst. Du hast ja noch nie Sprinten sehen. Ich glaube nicht, dass der sprinten kann. Guck mal hier, zack, Barbecue, wenn du Fleisch willst. Wow! Ist das geil? Oder ist das geil? Ein Golem. Ey, das ist so nice, mit einem Drachen zu spielen. Das ist einfach ein Traum. Ich habe 626 Fleisch. Okay, wir landen mal ganz kurz hier in der Wüste. Dann gebe ich dir ein bisschen Fleisch. Siehst du mich ja, oder? So, stell dich mal neben mich und ich droppe das Fleisch. Kannst dich hier bedienen. Nimm dir so viel du brauchst. Also ich habe hier selber auch voll. Wow, guck mal hier. Das ist nur die Hälfte ungefähr. Mann, wenn wir jetzt irgendwo noch einen Wurm finden würden. Aber hier war ja mal einer, ne? Ja, wollten wir jetzt nicht den Blitz? Oder irgendwas? Ja, aber wenn der mal so auf dem Weg ist, würde ich ihn einfach mitnehmen. Ich schau dir das an. Ich fühle mich so krass überlegen, wie ich die Viecher einfach wegweh. Jetzt gehe ich da mal rein und zack, alles tot. Kriegt man einen Blitzschlag oder was? Oh, mir ist voll heiß. Boah, ich habe eben auf einen Schlag 537 Kiten. Ist voll heiß hier in der Wüste. Klar ist es heiß hier in der Wüste. Ja, das Ding ist einfach zum Farmen von Kiten der Shit. Irgendwas los hier? Ich metze mal ganz kurz alles weg. Okay, mir ist ganz schön heiß. Jetzt ist halt die Frage, finden wir das, was wir brauchen? Moment, ich habe schon 1000 Leben verloren. Erstmal hier wieder die junge Dame frisch machen. So, weil die Drachen machen schon auch immer noch Damage, wenn es viele sind. Of course. Of course. Und das Geile ist, ich ziehe kaum Aggro. Also wenn ich jetzt hier reingehe... Okay, wenn ich direkt auf einem Drachen lande... Achtung, Giftdrache. Wenn ich direkt auf einen lande, klar, dann schon. Aber ich kann mich relativ gut da drin bewegen, ohne dass die mich angreifen. Als... Wow, wow, wow. Shit, ich geh drauf, ich geh drauf, ich häng im Drachen. Oh mein Gott, also ich als Spieler geht drauf. Ja. What the fuck, habe ich eben gerade Damage kassiert. Der hat richtig gespuckt. Ja, aber voll auf mich. Oh shit, spuckt auf mich. Oh, hier drüben ist so ein Käfer zum Trinken. Ich kann nicht, flieg einfach weg, du bist schneller. Ich muss unbedingt was trinken. Du hast den fucking Drachen. Ich muss was trinken, sonst gehe ich drauf. Ich habe keine Lebensenergie. Und einen Hitschlag. Bist du weg? Okay, warte mal. Oh Mist, ich verliere so viel Lebensenergie.
der geht nicht mehr weg. Der hat kaum einen Kopf. Oh, Scheiße. Hast du irgendwas zu essen? Hast du Essen mitgenommen? Hast du irgendwas gemacht? Was? Was Nützliches. Ich verliere gerade so viel Lebensenergie. Du bist doch vorabgehauen. Nee, ich bin immer noch an derselben Stelle an der Schlucht. Aber ich brauche Schutz vor der Sonne. Ich muss ein Lagerfeuer machen und Fleisch. It's the only way. Wo treffen wir uns? Beim Blauen. Treffen wir uns beim Blauen. Ja? Ich fliege jetzt zum Blauen hin. Direkt unterm Blauen bin ich dann. Weil gerade ist so schweineheiß. Mhm. Wir stärken uns und dann holen wir uns einen Blitzi. Ja, die Giftdinger sind halt gefährlich, weil sie anscheinend immer direkt auf den Spieler gehen. So, ich bin jetzt hier beim Blauen. Achso, ich bin noch bei der Schlucht gerade. Na, ich muss mir hier was backen. Sonst bin ich erledigt. Oh, ich bin tot. Ich bin tot, What? Oder? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Der Hitschlag, ich habe keine Lebensenergie mehr. Mal kurz ins Inventar gucken. Oh, es geht wieder hoch, aber langsam. Flieg zum Blauen hin. Ich muss ein Lagerfeuer machen. Ich sehe mich hier gerade ein bisschen um. Aber sei vorsichtig. Boah, was brauche ich denn für ein Lagerfeuer? Nein! Nein! Oh, nein! Oh, Geräusche, die du hier ein Wolf, noch ein Wolf! Großer Gott, zwei Wölfe! Wir sind gar keine Eier. Oh shit. Ah, da ist noch ein Wolf, da ist noch ein Wolf. Ich glaub's nicht, da ist noch ein Wolf. Oh Gott. Weg, warum muss denn immer alles eskalieren? Shit! Gib Tiny! Nein! Oh! Ich brauch doch nur ein Feuer, damit ich Fleisch brutzeln kann. Warum muss alles eskalieren, Quantum? Ich weiß nicht, was du machst. Ich bin beim Blauen. Ich stell Fleisch her. Okay, Morgana, halt durch. Ich bin einen giftigen Typen hinter mir. Jetzt muss ich hier wieder weg. Oh nein! Oh Gott, ein Terrorbird. Also falls ich sterben sollte, beim Blauen steht der Drache. Okay, ich sammle mich gerade wieder, es wird besser. Jesus. Weil wir immer sofort aufbrechen ohne Vorbereitung. Wir machen jedes Mal dasselbe. Jede Folge ist eigentlich nur eine Wiederholung, die neu kommentiert wurde. Keine Eier gerade. Schade. Gar keine. Ich bin gerade so lange am Leben hier irgendwo, aber ich finde kein Ei. Ich glaube, die haben aufgehört, sich zu vermehren und haben gesagt, ne. Diese Idioten, die uns hier mal alles wegnehmen dann. Ja, hab ich. Komm, gib mir Fleisch. Okay, langsam wird's. Langsam wird's. Brauchst du noch Fleisch? Moment! Hast du ein Ei? Es könnte sein, dass jemand stinkig ist. Ja, ich weiß aber nicht, welches Level. Fuck. Ich hab nicht aufgepasst. Ist das stinkig? Ja, es sind stinkig. Ich, flieg mal weg. Was für ein Ei? Blitz? Gift? Gift, glaube ich. Ein grünes was. Also wir haben 1 Level 12. Das könnte man noch ausbrüten. Ich weiß. Aber wenn die jetzt gerade alle hinter dir sind, kann ich vielleicht eins holen. Hä? Wo sind sie jetzt hin? Sind schon wieder alle weg, oder was? Parents sind Level 128. Echt jetzt? Ja. Und das Ei ist beide, oder was? Ja. Alter.
Das wird der Megadrache. Also ich muss bei den Parents schauen, ne? Parents ja, ist dann klar. Ja, okay. Ne, 128 bei der. Oh mein Gott, weißt du, was für ein Biest wird? Okay, das sind hinter mir, ja. Ich mach gleich Abflug nach Hause, okay? Ja, geh nach Hause, also. Geh nach Hause. Essen sieht auch schlecht aus, ja. Alter, das wird ein, ich komm auch nach Hause. Das wird ein Megadrache. Das kann man nicht anders sagen, aber es wird ein Megadrache. Gift ist halt der Schwächste. Aber trotzdem, das wird eine... Okay, wenn die... 128, ne? Ja. Dann haben wir einen Drache, der fast Level 200 ist. Mega hammer nice. Ja, es geht ja nur um die Sammlung, ne? Also. Nein, jetzt fliegt er weg. Aha, ich häng... am Drachen. Mach jetzt keinen Quatsch hier, okay? Ich mach keinen Quatsch. Ich wollte hier so ein... Ding, so ein Flugdino, so einen will ich die ganze Zeit, das ist halt noch mein großer Wunsch. Level 12, ha. Will ihn doch nicht. Verbrenne ich jetzt. Oh, der ist feuerresistent. Kann man, was passiert, wenn man, kann man Drachen, kann man Giftdrachen mit einem Feuerdrachen paaren, oder was? Und dann gibt's einen Giftfeuerdrache? Nee, gibt's sowas? Das wäre geil, oder? Wenn man die noch mischen könnte. Hier drüben fliegt ein Blitz hier rum. Naja, aber nee, ich meine, kann man generell die untereinander paaren? Ich denke nicht, nein. Weil beide Eltern sind ja immer Gift, ne? Beim Ei steht ja, glaube ich, da beide Gift, oder? Hier steht nur... Poison. Deswegen, ja. Nee, das wäre ziemlich geil, wenn man das könnte. Und dann so eine Kreuzung, bis man irgendwann einen Regenbogendrachen hat. Geil. Ich will auch mal hier so einen kleinen Vogel, aber die fliegen auch permanent in der Luft. Keine Ahnung, wie man die fangen kann. So, und braucht der Feuer oder Kühle oder... Ne, Feuer. Oben rein, alle Fackeln an, ab geht's. Aber das dauert jetzt wieder ewig. Ja. Das ist doch... Und wir brauchen halt wieder Milch, ne? Und Milch hält sich im Kühlschrank, glaube ich, maximal 2 Stunden irgendwas. 3 Stunden oder so, was ist das Höchste? Uff, was ist, wenn ich das Ei in den Kühlschrank gebe? Wie lange braucht kann... Es hält sich. Aber du kannst es ruhig brüten, denn wenn der Drache auf die Welt kommt, hast du irgendwie so ungefähr 3 Stunden Zeit, bis er zur ersten Fütterung bittet. Okay. Also ich habe es mal in den Kühlschrank gegeben, sicher. Nee, leg's ruhig, lass es brüten. Ja, aber wir haben ja dann keinen... Nee, ich besorg dann die Milch. Ja gut, jetzt haben wir ja einen Innendrachen. Ja, darum geht's ja nicht. Das ist total easy eigentlich. Du suchst irgendeinen Drachen, das habe ich auch mit dem Vogel gemacht. Das würde ich wahrscheinlich auch wieder mit dem Vogel machen. Weil du damit einfach ein bisschen agiler bist. Du suchst dir einfach einen Drache unter Level 10. Weiblich, schießt ihm genau in den Kopf. 2 Treffer und er pennt. Das sind wirklich nur 2 Treffer. 2 Treffer nur? Ja, warum? Wenn du genau den dann... Kopf triffst. Ja, gut, wenn man es trifft, ja. Alter, okay. Level 128. Das ist das ultimative Ei. Das andere Ei, was machen wir damit? Essen? Hält sich noch die 2 Rührei, Tage. Rührei, sagte ich doch. Level 128. Ja, wir wissen ja nicht, was ist denn das höchste Level hier überhaupt? Was spawnt? Keine Ahnung. Tja. Also, ich habe schon Level 200 gesehen. Hm. Wir müssen mal hier die Wände reparieren, ne? Wie lange dauert denn das jetzt hier? Die Wände zu reparieren? Nee, das Ei. Weil wir Milch brauchen. Ja, 2 Stunden. Das muss man eigentlich im Grunde kurz vor... Es wird geschlüpft. Also wir können es jetzt mal ein bisschen brutzeln lassen und wieder liegen lassen. Achso, das hört ja dann wieder auf. Kann man es dann wieder in den Kühlschrank reintun, oder was? Nee, das nicht. Aber man kann es einfach liegen lassen. Ah, okay. Warte mal. Hä? Was hat denn die Luna hier eingestellt? Der farmt ja nur noch Narcos. Kann man das einstellen? What? Ja, ich krieg nur Narcos. Ah, jetzt bekomme ich wieder alles. War vielleicht nur ein Zufall. Hm. Hat eben gerade nur Narcos gefarmt. Bei regulären Büschen. 128. So, jetzt brauchen wir noch... Dings. Golem. Ja, nee. Golem, ja, und Blitz. Blitz und eine Elite. Blitze.
Na, was futtern hier? Jesus Christ. Und ich will, wo ist das Essen? Ich will unbedingt mal die Kettensäge bauen. Da oben ist jede Menge. Warte mal, wir brauchen hier noch ein bisschen Kaktus. So, perfekt, haben wir das auch. Die Kanone ist eigentlich mega unnötig, oder? Sieht naja, doch gut aus. Ja, aber... Golem fangen wir dann mit dem Raketenwerfer, würde ich sagen. Ich glaube, es geht schneller. Aber das wird ein Kampf. Ein Golem wird wirklich ein Kampf. Also ich finde einen Golem richtig schwierig, weil wir müssen ihn am Kopf treffen und wenn wir einen mit einem hohen Level haben wollen, ne, hält ja halt auch noch mega viel aus. Triff mal einen Golem 400 Mal am Kopf. Also das wird richtig mies. Boah, der ist so schnell. Unbelievable. Gehst jetzt ein Drachenei wiederholen. Ja, aber nimm mich mit, bei Drachenei-Aktionen will ich dabei sein. Wow, ich kann kaum umdrehen. Okay, Moment. Aber mit den Drachen schaffen wir den Wurm, oder? Ja, muss doch, oder? Also wenn das jetzt nicht geht, dann ich aus. Weil der Wurm, der gibt uns dann halt die Möglichkeit, endlich... Kann man mit dem Drachen jemanden packen? Mitnehmen, oder? Ich glaube nicht, nee. Kann der irgendwas hochheben? Ja, muss er, wenn er was hochheben kann, oder? Er muss doch irgendwie was hochheben können. Weiß es nicht. Achso, das war... Achso, hier ist die rechte Maus, dass er das... Doch! Ah. Kann er hochheben? Steinschleuder. Ist der zu schwer? Steinschleuder ist zu schwer? Ja, der ist schwer. Doch, mit C ist halt hochheben. Ja, okay. Echt? Mit C hebt er hoch? Mit C weht er doch Wind, so merkwürdig weg. Gerade hochgehoben. Was hast du da hochgehoben? Steinschleuder wollte ich hochheben. Okay, ich verpasse gerade die Viecher zum Hochheben. Egal, sag mal, hat Blitz der... noch? Moment! Blitzi! Aber wenn dann auch hoch... Wir haben gerade einen Run mit dem Level muss Ei. Es aber auch hoch sein, oder? Was? Naja, ich will keinen Blitz Level 12. Ja, nee, aber das können wir nicht beeinflussen. Aber ich wollte hier noch die Wand reparieren und außerdem ist die Folge schon wieder vorbei. Ich glaube, den Blitz müssen wir jetzt für die nächste Folge aufsparen. Blitz für die nächste? Ja, ich habe die Regeln nicht gemacht. Die Regie winkt dann wieder böse und du sagst wieder, es lädt wieder stundenlang hoch. Das ist richtig. Und dann ist wieder Drama und jeder weint und ich muss dich ja wieder trösten und an mir wird es dann so wieder ausgelassen, das Elend. So. Will man eben. Warum bei dir? Ja, weil ich die offizielle Beschwerdestelle anscheinend bin. Ich repariere jetzt ganz schnell mal hier oben das Stockwerk. Damit es wieder komm schön her, ist. Komm her, du! Töten macht so viel Spaß. Und dann dieser Damage of Zeit. Und sie leiden. Verstehst du? Du bist echt krank, ne? Wenn auch immer die Zahlen so hoch springen und du weißt genau... Doch. Warum bist du eigentlich so krank? Was denn? Warum bist ich du bin so ein motherfucking Drache! Aber du bist so ein richtig kranker Drache. Ja, es gibt überall ein paar Psychos. Ich glaube, ich baue das hier nochmal um. Also der ist voll gelevelt, oder was? Den der, habt ihr ja, der ist Maximum. Ja. Höher geht's nicht. Der war ja Level 60, weil die Eltern Level 60 waren. Alter, diese Leitern, die nerven mich so extrem. Das muss weg, Quantum. Verstehst du? Deswegen brauchen wir einen... Lift! Und so ein Lift ist unglaublich... teuer! Deswegen müssen wir... farmen! Und das lieben wir... nicht. Sehr, oder? Ich meine, also, weil wir ja, damit ja, unsere Brötchen verdienen. Das wäre echte Arbeit halt, ne? Was müssen wir am meisten farmen? Eisen oder was? Ja!
sehr viel Eisen. Ich baue hier noch so einen Gang zur Platzgewinnung. Dafür brauche ich aber noch mehr Clay. Aber der Drache ist das beste Vieh, das man kaufen kann für Geld, oder? Ja, das ist schon am schnellsten unterwegs. Du kannst gut farmen anscheinend. Naja, wenn du jetzt einmal da in die Wüste gehst, zu den Skorpionen, Zement passt ohne Ende. You are so beautiful. Ich? Ja. Okay, danke schön. Du bist mein Goldstück. Danke. Du weißt, es gibt nur dich, ja? Das ist jetzt so, jetzt werde ich aber ein bisschen rot, ja. Du wolltest nur sagen, es gibt nur dich. Jetzt. Egal, was die Leute da draußen sagen. Ich bin ein bisschen sprachlos gerade, also ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also. Ah, warte mal, hier kann ich den Raum gar nicht... Hier geht's? Moment. Also, hier geht's. Hier geht's auch. Aber hier geht's nicht, oder was? Doch, hier geht's auch. So, der Raum ist zu. Er ist jetzt ein bisschen erweitert. Ich finde, hier kann man viel draus machen. Wenn wir dann erstmal einen Aufzug haben, ist das alles ganz nett hier. Und dann halt mal gucken, wie es dem Ei da oben geht. Ich meine, der Wendekreis, an dem müsste man halt noch arbeiten. Das sieht schon ziemlich geil aus. Gibt's... Achso, nee. Das wird keinen Sinn ergeben. Alpha-Eier. Ey, du hast doch gar nicht alle Fackeln angemacht. Ist doch too cold. Nee, stand doch, dass es geht. Nein. Ist die Fackel ausgegangen, eine. Doch. Aber die hat Zeug drin gehabt. So, jetzt geht's wieder. Jetzt ist alles gut. Was ist hier noch alles drin? Nix. Oh, ich stecke gerade fest in den Drachen. Okay, das ist nicht gut. Feststecken. Gut, die Folge ist vorbei. Wir bekommen Nachwuchs. Schon wieder. Wir haben einen Lauf einfach. Naja, Quantum hat einen Lauf. Er ist der König der Eier. Wenn einer weiß, wie man Eier richtig anfasst, dann Quantum. Ja, ich bin voll gut mit Eiern. Also Quantum ist wirklich ein Tier. Ich habe noch nie gesehen... Quantum der Eierexperte? Quantum der Eierexperte, ja. Es ist, ja, gekauft. Übernehmen wir genauso. Ein Händchen für Eier. Quantum, du hast echt ein Händchen für Eier, das stimmt. Dankeschön. Okay, dann Blitze nächstes Mal. Ja. Es soll ja auch, die sollen ja auch noch hier ein bisschen Zeit haben, um sich ordentlich zu lieben. Damit am Ende was Ordentliches dabei rumkommt, oder? Das stimmt, ja. Die sollen ein bisschen hier jetzt... Wir wollen ja Qualitätsbabys. Exakt, nur das Beste kommt auf den Tisch. Und genauso sind wir auch zu euch da draußen. Ja. Wir geben euch nur immer den besten Nougat. Billiges Nougat? Zeug gibt's bei uns nie. Ja, welches oder? Nougat? Magst du Nougat? Nee, nicht so. Echt? Ja. Aber du magst auch keine Schokolade? Doch. Aber kein Nougat? Geht. Aber Schokolade isst du? Ja. Auch dunkle Schokolade? Ja, meine Güte, jetzt wird halt nicht so kleinlich hier. Auch genau. Weiße? Ist weiße überhaupt nicht weiße Schokolade? Weiße muss nicht sein. Nee, weiße. Irgendwie die wenigsten Menschen mögen weiße Schokolade. Gut. Hab hier noch eine Fackel hin. Alles gut. Ist schon beinahe bei der Hälfte. Das sieht alles gut aus. In der nächsten Folge können wir vielleicht schon hier ein Baby präsentieren. Dann sehen die auch mal den Prozess. Ne? Wie der kleine Mann zum großen Drachen wird. Die Phase, wie ich ihn stille, ist auch sehr hochsensibel.
so ein Drachenbaby ist hochsensibel. Jetzt haben wir hier drei fucking Leitern, die geht voll auf die Nüsse hier raus. Deswegen brauchen wir einen Aufzug. Und es gibt boah, ja irgendwann... Okay, jetzt flieg ich komplett runter. Oh mein Gott, ist das scheiße. Das Elend. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, da hängst du doch halb. So. Oh Gott, gut, guck, hier sieht gut aus, ne? Also. Beim nächsten Mal Gifty. Vielleicht, mit ein bisschen Glück. Gifty, ja. Ja, wir müssen das so timen, dass es halt kurz vom Ding ist und dann gehen wir auf Milch und Dingjagd. Genau, dann gehen wir auf Milch und Dingjagd und dann ist es eigentlich ein Klacks. Es geht eigentlich auch ziemlich schnell, die auszubrüten, finde ich. Gut, Bewertung nicht vergessen, wenn ihr mehr sehen wollt von Ark, wir brauchen eure Unterstützung, Quantum, das Poolwasser ist kalt. Ja, bleibt mal etwas netter hier. Und ja, ein bisschen sozialer wäre auch ganz gut, ja, nette Kommentare. Hashtag endlich wieder Liebe auf YouTube. Hashtag oder ordentliche Communities. Ja, ich meine, wir nehmen uns jetzt hier zur Aufgabe, die erste ordentliche Community neben Gronkh seiner zu erschaffen auf YouTube. Ich glaube, das ist der einzige Mensch, der es hinbekommen hat, oder? Ja gut, aber er musste auch hart dran arbeiten. Sehr hart. Und wenn einer harte Arbeit liebt und Überstunden, dann Quantum. Warum geht... Warum ich jetzt? Ja, warum? Ich dachte, du bist so ein Arbeitstier. Workaholic. Wir. Also. Hashtag Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.